Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play Skyrim. Wir sind jetzt mal hier stehen geblieben, nachdem mir ehrlich gesagt die Zeit ausgegangen ist. Und der gute Olaf wartet schon drauf und meckert mich schon. Die Tür zu öffnen. Und meckert mich die ganze Zeit schon an, endlich mal die Tür aufzuschließen. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Ja, dann auch ein bisschen huscher, wa? Traut er sich nicht alleine? Vorsicht! Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Tod dem Kaiserreich! Sturmmäntel! Ein Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Okay, aber erstmal schaue ich nach, was wir überhaupt für eine Schwierigkeit haben. Einstellungen, Gameplay. Ach. Schrauben wir mal ein bisschen hoch. Ja, ich traue mir XPS zu. Novize, das ist ja ein Witz, das ist ja nix. Nee. Die hat nichts mehr Interessantes, aber hier gibt's noch ein Trinkchen. Hier gibt's noch ein Trinkchen. Ein bisschen Kaninchen oder so, nee. Frisch aus dem Fass gibt's heute einen Ausdauertrank, einen Magikertrank und ein paar Fläschchen Gesundheit. Und Kohl und Korb, die Kombi darf auch nicht fehlen. Fertig? Dann gehen wir weiter. Ralf öffnet Türen mit seinem Gedanken. Das ist Blut eines Trolls. Hört ihr das? Komm schon. Das war nicht so eine Akupunktur. Bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Ja. Erstmal durchsuchen. Sieht aus wie eine Theke hier. Ah, da liegen noch ein Dietrich rum. Was sonst? Nichts Interessantes. Ah, das Buch vom Drachenblut. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, lesen wir jetzt etwas unangebracht. So, also benutze linker Stick, um den Dietrich zu drehen, und rechter Stick, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. So, schon mal nicht. Das war die falsche Richtung. Tada! Gold. Ein Zauberbuch, ein Fünkchen. Durchsuchen, Magier. Warum auch immer der noch Gold hat. Tränke und seine Ausrüstung.
ist, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll, dass er die behalten hat, auch wenn er tot ist. Na, schauen wir mal, was in diesem Zauberbuch steht. Okay. Der hat jetzt schnell gelernt, würde ich mal behaupten. So, und wir können... Ah, wir können schon Zauber. Flamme und Funke. Da ist unser Adrenalinrausch. Ausdauerregeneration findet 60 Sekunden lang mit 10-facher Geschwindigkeit statt. Das ist nett, das ist nett. Und unser natürlicher Widerstand. Ah, wir gehen in die Offensive. Ich nehme Flamme mit. Denn seit Skyrim kann man ja Zauber und Waffe tragen. Gleichzeitig. Ein bisschen Mehl zum Backen. Noch ein bisschen mehr Mehl. Warum haben alle Skelette eigentlich Gold? Und der Typ hier nicht. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, ja, passt schon. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht leben, kriegt ihr uns nicht! Ich glaube, das war Öl. Sturmwände! Pfeile wiegen nichts, Pfeile sind immer gut. Und wenn man schon Pfeile nimmt, würde man einen Bogen brauchen. Hey, Mensch, Radov. Musst du stehen bleiben? Hoffentlich nach draußen. Dort entlang kommen wir nicht mehr zurück. Wir müssen weiter. Jupp, sieht nicht so aus. Wir müssen einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Bist du freundlich? Ich meine, ja, wir sind auf der Flucht, aber es waren doch deine Kameraden, oder? Bin schon noch da, ich atme dir genau ins Genick. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Okay, was ist das? Ein Geldbeutel. Ne, der Tote wird sicherlich nicht mehr brauchen. Bin ich mir zu 95% sicher. Okay, also. Okay, 80. Da, springen. Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Das stimmt, das stimmt. Die Frostbissspinnen haben manchmal den Frostbissgift. Komisch, komisch, komisch. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang um 5 Schadenspunkte zufügt. Weil man Gifte eigentlich immer brauchen kann. Die hat sogar mal Gold gefressen.
sind Eierbeutel. Ah, lecker, lecker, lecker. Erstmal so einen ganzen anderen versenken und mitnehmen. Die mumifizierte Leiche hat den Dietrich. Ich glaube, der Dietrich hat in der Situation viel geholfen. Nicht. Wer war auf Megat schon wieder rum? Der weiß doch nur die guten Looten. Oh, ups. Da ist mir, glaube ich, ein bisschen was runtergefallen. Naja, egal. So, bin schon da. Was gibt's denn? Da oben steht doch was. Ein Eisendolch und ein kleiner Trank der Gesundheit. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Da steckt er uns einfach einen Bogen zu. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Schleichen ist überbewertet, wie? Exakt. Bärenklauen, Bärenpelz und 2 von 3 Pfeilen. Stabile Ausbeute. Aber ich nehme lieber Schwert mit. Das habe ich mir erstmal in die Favoriten. Plus den Bogen. Plus die Flammen und die Heilung. Glaube ich, kann man immer brauchen. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ich war mir so auf Hälfte der Strecke nicht so ganz sicher. Aber wenn wir, es ist ein relativ kurzes Spiel gewesen. Wartet! Schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Erstmal rausgehen und einen tiefen Atemzug nehmen. Ich meine, was gibt es vermutlich Besseres als diese klare Bergluft? Auch wenn es vermutlich ein bisschen eisig ist. Ich glaube, wenn man so aus seinem Bett aufsteigen kann und so ein Panorama sehen kann, es muss doch vermutlich nichts Besseres geben. Bergblume violett, Bergblume blau und blau und violett. Die Distel, Vorsicht nicht pieksen.
paar Pilze. Ein Lager. Schauen wir mal. Ha, da steht einer. Sind zu entdeckt, aber macht nix. Oh shit. Einer weg. Zwei weg. Drei weg. Hui. Es war ein intensives Intermezzo. Den Kolben, nee. 12 Gold, eine Schatzkarte. Den Eisenkriegshammer. Aber nee, erstmal nur den Dietrich und das Gold. Ein Stahlstreitkolben. Danke, aber nein, danke. Die blutversudelte Klinge. Wir holen uns erstmal so den Geldbeutel. Die haben eigentlich auch eine schöne Aussicht. Okay, da liest einer. Nacht über Sentinel. Okay, war anscheinend ein Lehrbuch. Gibt's auch, sind selten. Erkennt man meistens daran, dass die sehr teuer sind. Und eine schwarze Magierrobe. Die kann man später verkaufen. Üblich bei einem Spiel der Elder Scrolls Reihe wie Skyrim jetzt, ist es so nach dem Tutorial einfach so, ja, du könntest zwar erstmal dahin gehen, aber die ganze Welt steht dir nun offen. Ich meine, das ist die Weltkarte und wir können überall hier hinreisen. Es gibt noch so viel zu entdecken, so viel zu erforschen. Das da hinten, das Weiße, war Helgen. Tun wir noch ein bisschen Blumen pflücken. Na, einfach wunderschön. Und hier haben wir noch eine weitere Besonderheit. Die Wächtersteine. Die Wächtersteine sind auf der ganzen Welt verteilt. Die geben verschiedene Boni. Wie hier beispielsweise haben wir den Kriegerstein, den Magierstein und den Diebesstein. Je nachdem, für welchen man sich entscheidet. Man kann auch gar keinen nehmen, wenn man will. Aber ich mal einen Boni hinten liegen lassen. Es wäre auch nicht so unbedingt das Klügste, wenn man mich fragt. Mit dem Kriegerstein nennt man alle Kampffähigkeiten 20% schneller. Dann vermutlich mit dem Magierstein. Jupp, alle Zauberfähigkeiten. Mit dem Liebestein alle Heimlichfähigkeiten. Zu den Fähigkeiten sei gesagt, die blauen sind die Zauberfähigkeiten,
Die roten die Kriegerfertigkeiten, darunter fällt Schießkunst einhändig, zweihändig, Locken, schwere Rüstung, Schmiedekunst. Und wie man sehen kann, wir sind einhändig im Verhältnis schon sehr hoch. Ich glaube, das liegt daran an unserem Charakterwahl. Weil ich glaube, je nachdem welche Rasse das man nimmt, hat man verschieden hohe Stats. Wir scheinen zum Beispiel bei zweihändig schon etwas weiter. Und zu guter Letzt noch die Heimlichfähigkeiten. Ich weiß nicht, auf was sich Alchemie dann bezieht. Weil ich meine, Alchemie könnte eigentlich sowohl beides sein. Genauso wie Schießkunst oder was ist das andere noch? Verzauberung. Obwohl Verzauberung, glaube ich, eher eine magische Fähigkeit ist als eine Kriegerfähigkeit. Aber ich nehme erstmal den Magierstein. Weil ich werde zum Kriegsmagier. Das Schwert dann wird ganz von alleine stärker. Und wenn man bei der Magie nachhelfen kann, passt es doch auch. Dann können wir unsere Feinde in Höllenfeuern verbrennen. Oder unsere Wunden heilen, je nachdem was benötigt wird. Der Weg gabelt sich. Wir nehmen den Weg, ich glaube das ist eine Mine. Blümchen, noch ein Blümchen. Vor uns steht eine Wache. Ich glaube, der war schon bewusst, dass wir uns nicht verlaufen haben. Aber naja, was soll's. Auf in die Blutsplittermine. Das Level-System von Skyrim ist übrigens so aufgebaut. Learning by doing. Wenn du etwas machst, wird's besser. Wenn du etwas lange machst, wirst du zum Meister. Also nicht wie in den vorherigen Teilen, dass du dich auf ein paar Sachen beschränken musstest, die du am Anfang auswählen konntest. Hier bist du jederzeit frei. Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt's da noch unsere Felsenfalle. Also hört auf, euch Sorgen zu machen und ruht euch aus. Bald kommt eure Schicht und ich will nicht, dass ihr wieder einschlaft wie beim letzten Mal. Jupp, das waren zwei Banditen. Konnten wir das Gespräch mit anhören. Aber bevor wir den jetzt erstmal die Köpfe einschlagen, würde ich es sein lassen für diese Folge. Und bitte nicht wundern, ich nehme teilweise ein paar Folgen am Stück auf, wenn ich gerade in Fahrt bin. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, bye bye, tschüss und schauen wir mal, wie es weitergeht bei Skyrim. Ich glaube, diese Wache wird einen Pfeil abbekommen, einen vergifteten Pfeil. Also, see you later.